Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Andi LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bin hier nur kurz am Schlafen. Schlaft man nicht so? Nee, okay. In der letzten Folge haben wir eine Parallelquest geschafft, eine ganze haben wir geschafft, wo wir gegen Cooler und Freezer, Gold Freezer kämpfen mussten. Und ja, ich habe dann noch mit Dodoria und Zaron trainiert und ich wollte die nächste Parallelquest machen, aber ich habe nach einem Typen gesucht und zwar den ich ansprechen soll, nachdem ich 20 Expertenmissionen abgeschlossen habe. Den habe ich nicht gefunden. Dafür habe ich jemand anderen gefunden. Guck mal da. Wer bist denn du? Ja. Hallo, bist du der Superelite, von dem ich jetzt halt ständig höre? Sie sagen, du wärst ganz schön cool. Ja, ich habe wenig Zeit, aber könntest du mir doch eine von den Superelite-Posen zeigen? Meinst du die Galaxis-Patrouille? Dir? Ja. Oh, ziemlich gut. Das ist die Superelite-Pose? Danke, dass du mir gezeigt hast. Das hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Son Gohans Trainingsanzug. Diese Elite-Pose wohl hinkriege? Sag mir nicht, dass dieser grüne Anzug. Nein. Boah. Das ist bestimmt dieser Trainingsanzug, ne? Ja. Ah. In der Resurrection F wurde. Ach, Son Gohan, was ist mit dir passiert? Okay, ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. Nicht ansprechen soll, nachdem ich 20 Expertenmissionen abgeschlossen habe. Ich habe nämlich 20 Expertenmissionen abgeschlossen und ja. Also eigentlich habe ich die meiste Zeit nur die vom Bu gemacht, bis ich irgendwie den seine Dings bekommen habe. Diese eine Ultimate und ja. Habe ich eigentlich jetzt was anderes hier reingepackt? Anscheinend Neo. Nee. Was nehmen wir denn hier? Ganter Blaster. Warum nicht? Dann machen wir die Parallelquest. Ich merke schon gerade, dass die höchste Stufe Parallelquest kann man auch nicht so stark sind alle. Franks wird besiegt, oh, das ist ja richtig geil. Eine Mission, wo ich jemanden beschützen muss. So. Aus diesem Grund habe ich mir Bills als Meister gesucht, damit er mir ein bisschen hilft hier so mit den Gegnern, weil er so riesige Werte hat und so. Jetzt könnte mir ein bisschen helfen. Außerdem habe ich mir mal im Internet eine Liste unter Spieltipps runtergeladen. Also ich habe nicht runtergeladen, ich habe den Text einfach nur in ein Textdokument kopiert, wo alle Parallelquests drin sind, damit ich schon mal alle hier im Überblick habe. Ich habe die gerade hier geöffnet und ich kann dann direkt gucken, ob hier doppelte Parallelquests kommen oder nicht. Und ja, dann müssen wir mal warten, bis der Part zu Ende ist oder so. Oh nein, ich muss Kid Trunks auch noch beschützen, stimmt. Ja, Bills, du bist ja wohl irgendwie was machen, wo ist Trunks? Also solche Beschützungsmissionen, wo ist Trunks? Ist gerade von niemand angegriffen, auf. Boah. Ja gut, dann ignoriert mich, ich lade mich hier mal auf. Er ist Untergang, dann Zerstörung. Warum bekommt Bills so viel Schaden? Ich wollte auch voll viel Schaden bekommen in der letzten Parallelquest. Ja, schon Level 84. Ein Level vor Maximum. Dürfen wir gar nicht mehr so viel Schaden bekommen, ja. Als ich unter Mr. Satan übrigens trainiert habe, also als ich den mitgenommen habe die ganze Zeit, um zu trainieren, habe ich gemerkt, der lässt sich verdammt schnell wiederbeleben. Ich glaube, der tut sich viel schneller wiederbeleben als alle anderen Charaktere in dem Spiel. Ehrlich, ehrlich, oh, ehrlich, das ist verarschen. So, warte jetzt. Noch weiter geht's, okay. Oder auch nicht. Noch Mann. Ich habe noch nicht alle von euch, also ja. Kommt ruhig alle mal her. Diesen Ultra Move von Super Boom mitnehmen sollen. Diese Menschheit Auslöschungsattacke, die habe ich immer auf Screen benutzt. Ist auch nicht schlecht. Ziel suchen und tut voll viele Dinge hier abschließen, voll viele Explosionen. Auch nicht schlecht. Hast du hier Banana? Dun, 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 dun.
So eine Anspielung am Banana. Am Banana Phone. Ring, 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 ring. Na Banana Phone. Der Trunks ist noch nicht komplett kaputt. Davor hat sie nicht alle voll auf den losgehen. Diese eine Parallel, dass man Super Robo schützen muss. Die ist nervig. Muss am Ende gegen Vegetto kämpfen und der ignoriert einen vollkommen und geht nur auf Super Robo los. Das ist voll nervig. Okay, weiter geht's. Da. Offenes Fell. Das ist ein Gebiet von Dragon Ball GT. Warum kommen wir jetzt schon dahin? Noch mehr. Alle hauen so von mir ab. Ihr wart doch eine Folge vorher noch meine Meister und jetzt wollt ihr mich töten. Oh, Spinnen. Komm, nur ja, liegen. Hey, geblieben. Ja, dann Bills, dass die nicht so viel Schaden machen. Doch, ja. Ah, okay, ich habe noch Items. Nein, ich habe erst eine Z-Kapsel hier benutzt, aber ich habe wohl nicht. Ich habe ja wohl mehr Arme. Also, oh, bleibst du gefälligst hier. So. Wir gucken einfach zu. Komm mal, Pulle. Boah. Ich folge euch einfach so. Ist auch voll beschissen. Weil man hat Trunks überhaupt mit denen allen jetzt tun. Man muss Trunks irgendwie mitmachen. Oh, so, alles voll gut. Sie sind noch chillig. Ja, wir bewegen uns. So, du hast aber, was soll das? Und den. Boah. Komm. Der hat keine Ausweichfähigkeit oder so eingesetzt. Ich hab's gesehen. Er hat keine Ausdauer verballert. Irgendjemand wieder rausgekickt, als ich nicht mehr geguckt habe. Ja, Kirk versucht man auch stärker durch den Angriff, ne? Ah, Dodoria, Senpai, Zabon, Senpai. Ich kann nicht meinen eleganten Blaster bisher eingreifen. Wollte ich greifen? Hier, wuff. Ich greife dich. Ich greife deine Haare, ich zieh dich an den Haaren. Ich will dich an den Haaren ziehen. Oh, das kurz online. Da waren wir noch nicht, ne? Oder? Da waren wir ja schon. Ich weiß es nicht. Ich habe eine schreckliche Orientierung. Da, hier waren wir schon. Archipel. Ach, verdammt, ich hasse das. Dafür gibt es jetzt bestimmt keinen Z-Rang oder so, ne? Als ob ich wüsste, wie man die verdient, ey. Was bist du denn? Na, kannst du Trunks heilen? Nö. Dann bringst du mir nicht viel. Wuff. Bisher ist die Mission nicht so schwer, muss ich sagen. Weil viele kleinere, schwächere anstatt zwei mega stark oder so. Haben wir hier überhaupt schon oft gekämpft? Irgendwie nicht, ne? Doch. Es kommt schon wieder Frieza. Ah. Mit Ausdrucken, seine Ausdauer ist weg. Ja, immer noch am Boden. Doof. Langsam krieg ich da raus hin, den Frontal. Und trotzdem tut ihr immer das machen, bevor ich mich überhaupt teleportiere. Geht mir so auf die Liste. Komm,
Hallo, Dura. So. Und er steht wieder auf. Warte, du bist nicht volle Kraft. Goldfrieser. Dann habe ich schon ein bisschen zu oft gegen dich gekämpft. Das ist mal langsam gut. Aber wir wissen, du kannst dich jetzt golden Ding, goldig färben. Ja, gut. Hast du gerufen, Frieser? Sag mal, die kommen nicht. Und ein Ultimate hier, ja, mich und da ist von deinem Ultimate und das hier, ja, wir sind schon wieder rausgehauen. Ey. Trotzdem natürlich, was bist du denn jetzt eingekommen, Mann? So. Blaster, oh, getroffen, ausgezeichnet, der Durchbruch. Und den hier, den war gibt's jetzt nicht. Wir sind jetzt schon wieder weggekickt. Verpiss dich. Jetzt fangen die hier. Und tschüss. Ja, aber nicht alles, oder? Doch, da war schon alles. Okay, das war sehr viel einfacher als die letzte Parallelquest. Z. Natürlich. Aber nicht die Dings bekommen. Verdammt. Kann es sein, dass ich jedes Mal beim ersten Mal, wenn ich eine Parallelquest abschließe, Medaillen bekomme? Kommt mir irgendwie so vor. Bei der Soldatenakademie geschieht was. Mal kurz gucken. Erstes Training. Boah, schon wieder gegen Frieza, ey, leck mich. Sturm kam ja mehr, aber. Ach, das ist von Son Goku, genau. So, gucken wir mal, was da los ist. Ey, langsam habe ich mal genug gegen Frieza gekämpft. So, jetzt mal langsam. Gut, ja, du hast jetzt eine blöde Goldform. Ich hab's kapiert. Ja, du Doria hat einen Zauber oder was? Zwischen der letzten Aufnahme übrigens nicht gemacht, ne? Was zum Teufel ist denn los? Das wüsste ich auch gern. Hey, hat Doria dich auch unterrichtet? Sag mir nicht, dass du so dumm warst, dich von diesen Idioten unterrichten zu lassen. Hm, siehst du, was für ein Hitzkopf dieser Kerl ist? Keine Sorge, ich passe auf dich auf. Du wirst der Doria einfach benutzt, um einen besseren Krieger zu werden, oder? Ein Lob für deine Kühnheit. Was willst du zurücknehmen, Zauber? Und glaubst du, ich lass mich von... Ich lasse von dir meinen Untergebenen stehen? Dein Untergebener? Das ist nicht Lache. Ein Einfallsblinzel wie du wüsstest du nicht mal, wie er einen Untergebenen findet. Geh nicht so mit mir. Wir sind ein Team. Ein Team, das keinen Dummkopf für dich braucht. Du machst gerne große Worte, oder? Wäre das mein Untergebener, hätte Frieza keine Verwendung mehr für dich. Was fällt dir denn ein? Du bist bei mir oder nicht? Du bist bei mir oder nicht? Wenn du zu diesem Loser gehst, machst du einen großen Fehler. Das ist eine gute Entscheidung, dich für mich zu entscheiden. Bleibst du bei der Doria, fährt sich seine Hässlichkeit auf dich ab. Zum Teufel redest du, wenn da auf eine Lüge zu verbreiten. Wenn du mit Zauberung unterwegs bist, wirst du von jedem Kampf erstmal stundenlang überprüft, ob die Frisur auch perfekt sitzt. Die Doria betascht immer diese Maschinen. Willst du dir wirklich Sorgen darüber machen, wenn du sie bedienen musst? Halt den Mund, du Idiot, wenn du dir deine Hände nicht schmutzig machen willst, warum zum Teufel bist du ein Krieger? Die Aufgabe eines Kriegers ist es, die Schönheit zu schützen. Wenn du es nicht verstehst, verlass das Raumschiff. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich töten. Nur zu, ich werde deine hässliche Fratze gerne aus diesem Universum entfernen. Beruhigt euch, Mädels. Konnichiwa. Du gib mir was. Warte, boah. War es ja auch wieder voll wert. Okay. Meine Senpais streiten sich um mich. Oh. Stop it. So, okay, mach mal die letzte Mission noch. Ne, die vorletzte, die uns zur Verfügung steht, glaube ich. Da müssen wir immer noch eine freischalten. So, zum ersten Mal trainieren, Frieza. Frieza, 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 Frieza. Okay. Noch mit bei seinem ersten Training.
Dein erstes Training. Du meinst, ich trainiere stundenlang? Ist nicht mal gelogen. Du viel Offscreen-Training hier machen. Da. Habe ich ein paar von euch Idioten hier freigeschaltet? Ja. Hier ist neue Charaktere freizuschalten. So, Bills. Okay. Mache ich damit der Story nächstes Mal weiter? Ich weiß es nicht. Ich könnte mal bei Freezers, weil da habe ich ja schon wieder Freezer. Mal bei Vegeta dieses letzte Training machen. Ja, mir beim Gott der Zerstörung. Lang nicht so ausgiebig trainiert, du hast noch nie trainiert. Auf dem Film. I'll never trade a single day in my life. So ist es doch im Film, oder bei englischen Übersetzung natürlich, ne? Ja, man hat mit 9000 schon verändert. Steht irgendwie nicht im Sinn, warum haben die von 8000 auf 9000 geändert? Das ist nicht so, als wäre eine Wort länger oder so. Wow. Okay. Wird eine schillige Mission. Das hat Gefühl. Hi. Wow. Nein. Also ein paar Städte zerstört wahrscheinlich. Das war ein richtig geiles Kampfgebiet hier. Das kann man auch mal sagen, ne? Hi. Wurf. Wurf, das wollte ich nicht, Mann. Was ist, wenn ich dann aus Versehen mache? Und Peace. Nein. Schon wieder ein paar Zivilisten da oben getroffen. Mann, warum wurde ich schon wieder angesiedelt, ey? Ich wollte auch gerade grabben, was soll der Scheiß? Mach ich da keine Pose, aber. Ja, Wurf. Mag abgeroschen, aber nenn mich einfach Gold Freezer. Warum nicht super. Warum nicht super Frostdämon Freezer? Ach, Himmel. Wieso nicht super Frost Clan Freezer? Ich bin super Saiyajin. Nein. Nee, da war. Voll den Spalten. Hi. Boof. Oh, getroffen sogar. Mach die fertig. Mach den fertig. Da kommt noch ein paar Leute, das schaffen vielleicht. Ich hoffe nicht, was super schweres kommt. Oh. Ah. Aber wir sind so auf die Erde geschlagen. Geh zurück nach Japan. Okay, ich habe nicht gesehen, wer den Ort gewechselt hat, aber okay. Dann gehen wir auch ein bisschen komisch, wenn man hier diese Ortwechselsequenz hätte. Was? Musik. Goldfreezer ist bei uns auf. Was? Die haben mich geschlagen. Du bist jetzt mein Senpai oder was? Was? Boah, verarscht mich.
Was? Alter, der verarscht mich ja voll. Ich bin nicht down. Was soll das? Macht irgendwann mal. Warum macht er uns so schillig fertig? Chaco. 1, 2. Chaco. Und dann pennt er ein. Bleibst du mal hier? Boah. Jetzt immer, ich fliege nicht oder ich laufe nicht. Ich teleportiere mich lieber. Boah, bleibst du hier? So, was? Okay. Was kommt jetzt? Son Goku. Super Saiyajin Gott の上を行く力を見せてやろう。Wo kommt diese denn? Nein. Boah, das ist mir zu weit. Ist das? Deswegen kriege ich hier halt einen Kamehameha. Das hat der Angriff, den er gegen Hit eingesetzt hat. Den Kamehameha. Ne, das ist diese eine gegen Risa, ne? Glaube ich. Oh, warte, der hat schon zum Schlag ausgeholt und ich werde trotzdem noch getroffen. Oha. Ja, und das Sorok muss man auch noch trainieren. Irgendwann wird er bestimmt auch irgendwann zu Kopf kommen. Boah, bleibst du hier? Auch nicht zu ignorieren, Mann. Ich habe mich gerade teleportiert. Nein. Boah, Son Goku ist am schlimmsten. Der schafft es immer irgendwie, hinter einzuschlagen. Jedes Mal. Der hat auch schon wieder sich angegriffen, bevor ich mich überhaupt teleportiert habe. Ups. Wo bleibt ihr mal alle hier? Ich hasse ja, wenn wir machen. Mein Gott, das ist so viel Kiel jetzt gerade. Wow. So eine ähnliche Mission gab es beim ersten Teil als DLC, ne? Das erste DLC, das ja jetzt hier erschienen ist, ne? Die Dragon Ball Super Pack 1. Das heißt, es kommen noch mehr von Dragon Ball Super ausgezeichnet. Da ist Zamasu und Goku Black als Super Saiyan Rose sind gar nicht mehr so weit entfernt. Oh. Geh weg und nimm dein Radio mit der geilen Musik mit. Das moderner Funk. Und die Attacke habe ich natürlich nicht bekommen. Oh, muss ich noch mal rein. So, noch eine Parallelquest, die machen wir jetzt einfach, auch wenn das dann über 30 Minuten wird. Egal. Das neue Jahr bald, ihr habt alle Zeit. Im Jahr 2017 haben die Leute mehr Zeit. So, Freezer greift die Erde an. Ist dort eine? Okay, dann kriegen wir bestimmt die letzten Freezer Schergen ja als Charaktere. So. Buff. Aber hier was Neues? Ja, hier haben wir auch neue. Glaube ich, obwohl, weiß man nicht. Weil immer, wenn ich das Spiel neu starte, werden die ganzen Charaktere als neu angezeigt. Jeder einzelne Charakter, also ein bisschen doof gemacht. Ja, wie gesagt, Bild habe ich als Dingens hier dabei, als Charakter, weil ich den als Meister habe. Und ich habe den als Meister, weil damit die Parallelquests einfach werden. Macht Sinn, ne? Ist doch besagt, dann das war schlimm. So, ich habe das Gefühl, das ist fast genau die gleiche Mission. Die eine. Nein. Ramon. Was ist der Sonnengott?
Aber willst du mich verarschen? Ich glaube gerade, ja, jetzt habe ich dich angesehen. Jetzt habe ich dich wieder angesehen. Raus ab. Wurf. Jetzt auch aufgeladen, einen Angriff machen, oder? Nein. Nee. Lass mal deine ganze Scherze kaputt. Erst nehme ich dir deine Soldaten und dann nehme ich dir dein Leben. Doof. So, noch jemand. Ein Nabel. Ja, ein Nabel ist ein Nabel. Nein. Aber den ja. Oh. Darf ich den auch noch rausnehmen? Das wird dann irgendwie nix. Da ist noch einer von euch übrig. Machen wir jetzt mal den kaputt. Haben die mal wieder neu oder was? Oder bin ich mir ein? Was? Der hat sich aus meinem Angriff einfach heraus teleportiert. Oh, warte, Überraschung. Wir kämpfen schon wieder gegen Goldfreezer. Boah. Übrigens, ich bin jetzt ein Charakter in diesem Spiel. Namba Freezer. Yobiseka. Haben wir Bills den Namen Bills? Ich meine, Japanisch heißt der Beerus, aber trotzdem. Ist eine Anspielung am Bier sein soll. Und bis seine Anspielung am Whisky sein, aber. Aber ich dachte, das war nicht geplant. Ich glaube, Akira Toriyama hat das nicht geplant, aber Leute, die irgendwie die Serie bearbeitet haben, haben gedacht, Bills war eine Anspielung am Bier. Und deswegen haben sie noch den Charakter Whis, glaube ich. Oh, gut. Und da war nicht Dingens. Was? Das kann ich nochmal machen. Kipak. Psycho-Move, gut. Die kenne ich noch aus dem Besten. Hat echt nicht lange gedauert. Okay, wenn ich die Ultimate jetzt geschafft hätte, dann wäre natürlich besser gewesen, aber was soll man machen? Passt doch irgendwie eigentlich zu diesem Part dann. Ich glaube, in der nächsten Folge meint wir Vegetas Training weiter. Ich würde am liebsten hier in Freezers Schiff weitermachen, aber dann haben wir schon wieder ein Part voll Freezer. Ist auch voll nervig. Ich glaube, wir machen entweder, ich habe ja hier schon, weiß nicht. 74% cool. Wir haben noch wie das Orbiter, da müssen wir noch viel machen. Capsule Corporation, also müssen wir da. Ach so, da ist mit Vegeta. Da könnten wir vielleicht mal gucken. Ist ja Satans Haus. Haben wir noch gar nicht angefangen mit. Ich glaube, da machen wir mal als nächstes ein bisschen Great Saiyaman Action. Da muss ich mich noch passend einkleiden. Gut, dann würde ich aber sagen, in diesem Part war es das. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja mal einen Daumen hoch oder ein, wo ich habe gerade erst gemerkt hat, oben das Gestenzeichen, großes Saiyaman-Zeichen ist. Mein Gott. Aber ich weiß nicht. Vielleicht machen wir die Story auch weiter, ich weiß nicht. Mal schauen. Ich glaube, wir machen die Story weiter. Keine Ahnung. Ich werde mir schon mal einfallen lassen. Ja, wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.